Das müsste eigentlich genau das da sein, ne? Ja, ich glaube auch. Oh, mein Fluch muss wieder essen. Ganz viel Fragezeichenfleisch. Komm, eine Schutzfrucht. Du hast Hunger, hm? Ja. So, kann ich denn hier oben überhaupt landen? So. Was haben wir denn hier? Nochmal so ein Korb. Fortgeschrittener Vivian mit Schmuck. Alles klar. Oh, was ist das hier? Ach, voll. Okay, aber mehr ist hier tatsächlich nicht. Na gut. So, irgendwo hier ist doch bestimmt noch was. Ja, ja. Oh, Sturzflug, ja. Hui. Ob man das Momentum hier so ein bisschen mitnehmen kann? Gameplay-technisch. Das wäre cool. So, jetzt bin ich in diesem Gebiet. So, hier ist was. Ja, ja. Hier noch ein bisschen links. Erkunden. Ups, nee, falsche Steuerung. So. So, hier links ist doch so ein, Alex, ich stehe vor einem deiner Feldlabore. Es ist dunkel und leer. Oh, ja. Oh. Die meisten wurden außer Betrieb genommen. Schon länger. Die RDA... Warte kurz. Wieso warte kurz? In Ordnung. Also dann. Oh, ja. Die meisten wurden außer Betrieb genommen. Schon länger. Die RDA ist zu aktiv. Wir mussten uns wieder Richtung Hauptquartier orientieren. Ist es denn sicher, sie wieder zu benutzen? Der Widerstand hat mehr Verbündete und mehr Möglichkeiten, die RDA zu vertreiben. Sie wieder zu nutzen ist eine gute Idee. Geh rein und check dein Sit. Es sollte ein Signal vom Laborsystem empfangen. Scan den Boden und die Wände. Leite den Strom von den Invertern zum Sicherungskasten. Das sollte bei jedem Feldlabor im westlichen Grenzgebiet klappen. Okay, verstehe. Das war's. Und dann einmal hier draußen. Upsala. Huch. So. Fertig. So, dann einmal hier. Zack. Und einmal hier. Zack. Erledigt, Alex. Aha. Das Feldlabor ist aktiv. Wundervoll. Ich empfange bereits Daten von deiner Sehr Sache. Schön. In den Laboren wurde viel geforscht, aber nichts wirklich zu Ende gebracht. Wertvolle Daten nicht genutzt. Ein Terminal sollte mit dem Hauptquartier verbunden sein. Lass uns das mal checken. Probier bitte jetzt aus, ob es aktiv ist. Sorry, was soll ich machen? Hier, das hier? Ach nee. Ach, herstellen. Kann ich auch mal ganz kurz gucken. Das habe ich leider nicht. Schade. Habe ich das? Nee. Nee. Ah, die Sachen habe ich halt alle nicht. Das hätte ich. Flammender Langbogen. Wahrscheinlich auch nicht genug für
Ich habe halt nur die Dinger hier. Ja, nee, bringt nichts. Hier. Alex, hörst du mich? Laut und deutlich. Großartig. So ein Terminal ist in jedem Labor. Prüf sie dann bitte alle. Man weiß ja nie, wann etwas Interessantes aus dem Hauptquartier kommt, oder? Over. Ja, das stimmt. Gut. Dann ist das erledigt. Cool. So, aber irgendwie so ein Totem oder so? Also ein Totem hier finde ich nicht. Wiese des Lichts. Tau. Hier ist so ein Setzling. Als ob ich den übersehen habe. Fluf. Fluf? Wo ist mein Fluf? Ach da. Der hat sich einfach versteckt. Frech. Wie frech. Freche Rübe, du. So, den Setzling, den möchte ich mir immer holen. Bin ja auch schon gleich da. So. Kann ich hier drauf landen? Ah, hier kann ich landen, okay. Ich habe ihn, glaube ich, schon gesehen. Der ist da oben. So, kann ich hier so hoch? Geht das? Nee, geht nicht. Schade. Dann muss ich mal kurz hier ganz kurz, hier hoch. Ich will hier hoch. Hier rüber, ne? Ja. Aha. Was war nochmal dieser Setzling? Oh, ich hab's vergessen. Hier. Ach ja, einfach Skillpunkte. Okay, alles klar. Gut. Wie viel habe ich denn mittlerweile wieder? 3 Punkte. Ich weiß auch nicht mal, wohin ich wollte. Allgemeine Schaden ist eigentlich ganz gut. Achso, das waren jetzt schon wieder alle Punkte. Na gut. So. Okay. Was ist denn das hier für ein Symbol? Irgendwie ist das weird. Das sollte ich mir mal anschauen. Ist ja auch noch nicht abgeschlossen, weil abgeschlossene Dinge werden mir ja eigentlich angezeigt. So. Oh, was ist denn das hier? Hallo? What is this? Priya? Hab einen RDA-Ordner gefunden. RDA-Ordner. Befehle für einen Botaniker. Und ein Bild. Von einem Ort. Ich sehe ihn mir mal an. Oh, vielversprechend. Au. Ich bin von diesem Symbol verwirrt. Eine Tarsioblume ist in der Nähe. Ach so, das ist eine Tarsioblume. Aber die kann ich so nicht sehen, ne? Wahrscheinlich ist die hier oben.
Würde ich einfach mal vermuten. Ja, die ist safe hier oben. So, einmal hier hoch. Einmal hier hoch. Oh, das ist ja hier ein kleiner Jump'n'Run. So, hier hoch. Zack. Jetzt bloß nicht runterfallen. Das wäre ungünstig. Oh Gott. Oh Gott. Also ich könnte das definitiv nicht mit meiner Höhenangst. Definitiv nicht. Da. Da ist sie. Oh yes. Das ist also das Symbol für diese Blume. Okay. Muss ich mir merken. Oh. Du kannst nun Herausziehen verwenden. Drücke dazu R3, um einen Nahkampfangriff gegen ein NPA auszuführen, wenn sich dieser in einem Notzustand befindet, also wenn er zum Beispiel betäubt ist oder mit dem SID gehackt wurde. So kannst du einen RDA-Piloten gewaltsam aus einem NPA zerren. Okay. Alles klar. Why not? Oh, tiefere Verbindung ist natürlich cool. Ah, ich kann schon mal auf Karte zeigen, okay. Ach, das ist da oben. Ah, okay, ich verstehe. Alles klar. Cool. Ach, und das ist das hier. Verstehe. 2 Skillpunkte verdient. Komme ich jetzt hier irgendwie wieder runter? Kann ich hier ins Wasser springen? Geht das? Ich mach's einfach so. So. Flickerhöhle. Ja, das möchte ich mir auch nochmal angucken. Die Flickerhöhle. Und dann geht's mit der Quest weiter. Versprochen. Ein Regenbogen. Oh, cool. Aber ich glaube, den können wir nicht verfolgen. Der geht außerhalb der Spielwelt. Ja, ich glaube, der geht außerhalb der Spielwelt. Schade. Hätte ich mir gern angeschaut. So, was haben wir denn hier? Oh, da ist noch so ein größeres Dingsgebiet. Das sieht gefährlich aus. Ich glaube, da möchte ich erst einmal nicht hin. Erstmal gucke ich mir diese Höhle an. Was hat das denn gerade für ein Fehler? So. So, ist das hier irgendwo? Ich glaube, das ist hier. Das sieht etwas gefährlich aus. Ach, Moment. Ach, das ist diese Flickerhöhle. Ach so. Okay. Verstehe. Dann kenne ich das ja doch schon. So. Ich habe jetzt hier noch Nebenquests, also das sind hier die Hauptquests, Hauptstory, die beiden. Und dann habe ich hier noch so Erinnerungen. Nur von einem Totem auf einem Cliff im südlichsten Teil des Wasserstraßentals. Rinella glaubt, dass sich noch mehr davon im westlichen Grenzgebiet befinden. Im
Was? Wasserstraßental. Was ist jetzt schon wieder das Wasserstraßental? Das Totem war ja hier. Das heißt, das wäre das Wasserstraßental. Ich bin halt etwas verwirrt. Okay, kein Plan. Was haben wir hier noch? Ich habe einen RDA-Ordner mit Befehl und Notizen über einen RDA-Botaniker namens Nathan Williams gefunden. Es war ein Foto, aber mache das Gebiet vom Foto ausfindig. Es wurde wohl im Gebiet des Schattenwalds aufgenommen, irgendwo bei der Mitte des verschlungenen Stroms. Sieh dir das Bild an. Kann ich mir das Bild angucken? Nee. Okay, im Gebiet des Schattenwaldes. Wo ist der Schattenwald? Hier ist der Schattenwald. Also, da komme ich auch noch nicht hin. Also, ich weiß gar nicht, wo die Hauptquest mich als nächstes hinführt. Achso, das war's schon. Okay. So, Hauptstory. Stufe, welche Stufe bin ich denn? Ich bin 6. Ist ein bisschen unter meinem Niveau, sage ich mal. Bisschen blöd. Oh. Okay, neuen Armschutz nehme ich. Ups. So. Okay. Tja, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Na gut, komm. Ich hole mir immer diese Ahnfertigkeit. Dazu brauche ich dich, mein Ikran. Wo bist du? Da bist du. Fluff, let's go. So, let's go. Ich fühle mich, wenn ich eine Hauptquest machen muss, wo ich ein Level drunter bin, fühle ich mich manchmal ein bisschen schlecht. Beziehungsweise schwach. Und dann denke ich mir so, ob das so gewollt ist. Vielleicht mache ich irgendwas falsch und level zu langsam. Deswegen, ja. Oh Gott. Nee, 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 nee. Nicht, nee, nee. Ihr seht mich nicht. Ich fliege ganz schnell weg. So. Okay. Gut, die haben mich nicht gesehen. Gut. Aber hier sieht es aber echt nicht schön aus, muss man sagen. Hey, Sotlek. Ich nähere mich einer echt großen RDA-Basis. Lasererz verarbeitet einfach. Umgeh diesen Ort, wenn du leben willst. In der Basis gibt es mehr RDA als Kinglore im Wald. Und flieg auf keinen Fall zu nah ran. Die Flugabwehrtürme schießen deine Ikran sofort ab. Okay, ich werde mich vorerst fernhalten, aber was ist das denn überhaupt für ein Ort? Ich weiß nicht, was die RDA da tut. Priya und Daylan könnten dir mehr dazu erzählen. Aber die RDA wird dich zerlegen, wenn du unvorbereitet bist. Wurdest doch gerade erst aus dem Kälteschlaf gerettet. Sicher hoch, ich weiß es nicht. Bin ich hier richtig? Ich bin hier eigentlich richtig. Also hier müsste es eigentlich theoretisch so ein Dings geben. Aber gut, was halt sein kann, das ist jetzt zum Beispiel. Ich habe gar nicht die Aufgabe bekommen. Dass diese Blume es vielleicht erst gibt, wenn ich das sie befreit habe. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Level 20. Level 20. Ernsthaft? Frech. Das ist frech. So, überprüfe Feldlabore im Kinglorwald. So, das ist doch hier ein Feldlabor.
Instinkte. Oh, ich sollte mal eine Nahrung essen. Vielleicht. Wäre ganz nett. Ja, das ist doch ein Feldlabor da. Sehe ich doch direkt. So, einmal hier vorsichtig runterspringen. Zack, zack. Zack, zack. Ja, das ist eins. Die kann man zum Glück immer recht gut erkennen. Auf der Karte. So. Was haben wir denn hier? So, hier ist es. Na, so. Und so. Yes. Oh, 4 Ersatzteile. Das ist strong. Hey, du bist. Ich ordne Hallo. Eine Falle von einer verlassenen RDA-Anlage bei diesem Feldlabor. Ist vielleicht brauchbar. Wäre schade, was Funktionierendes zurückzulassen, nicht? Koordinaten kommen. Bin unterwegs. Untersuche das Signal, das Bria entdeckt hat. Es kommt von einem verlassenen RDA-Gelände im Südwesten der Spinnenfäden sehen. Wo zum Teufel soll das denn sein? Nee. Ach, hier. Das könnte aber wieder etwas overleveled sein, ne? Tatsächlich. Okay. Na gut, dann mache ich mal hier weiter. Ich wollte tatsächlich eh mal in die Hauptbasis wegen den ganzen Ersatzteilen, die ich ausgeben kann. Was ich mir da alles erkaufen kann. Hey, falls du kurz Zeit hast? Yes. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden kann. Oder wie. Vielleicht sollte ich nichts sagen. Schon gut. Ich höre dir zu, Jin. Okay. Danke. Es geht um Danny. Normalerweise geht sie immer mit den anderen raus. Aber in letzter Zeit macht sie Alleingänge. Sie sagten, sie sei nach Südosten gewandert, bis in den Krater. Südosten. Und wenn sie zurückkommt, würdigt sie mich keines Blickes. Weicht allen meinen Fragen aus. Hat nie Zeit zum Reden. Ist sie wütend? Ha, nein. Wenn es nur so einfach wäre. Ich kenne sie. Es ist was anderes. Es ist wohl meine Schuld. Neulich habe ich etwas angesprochen, von dem ich wusste, dass sie es nicht mag. Ich dachte, der Zeitpunkt wäre passend und dass sie... Ach, es ist nicht so wichtig. Ich kann nach ihr sehen, wenn du willst. Naja, Danny ist abgehärtet. Aber wie du weißt, lauern hier überall Gefahren. Das stimmt. Es ist mir egal, wohin sie geht und was sie macht, solange sie in Ordnung ist. Okay. Ich schau mal nach ihr. Ich wollte jetzt trotzdem einmal nach dem Shop gucken. Na? So, einmal. Ach, er ist gar nicht da. So, als hätte Pandora endlos Ressourcen. Schade. Ich meine, die halten schon eine ganze Weile. Dann was ist mit Raj? Nie zu Hause. Das sind geschlossene Systeme, so sehr man das auch ignoriert. Du brauchst was Neues. Oh. Ja, das sind ein paar Sachen. 50. Für 25 Ersatzteile, das ist schon echt strong.
Ob sich das lohnt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, das lohnt sich tatsächlich nicht. Dann spare ich mir das noch. So, sie ging nach Osten. Also hierhin. Okay. Ich glaube, das kann ich sogar laufen, ne? Ja, 600 Meter, das ist nicht viel. Das kann ich laufen. Ich brauche hier übrigens nochmal Heilungsbeutel. Ach, der ist schon voll. Okay. Wieso ist der jetzt schon voll? Komisch. Entschuldige. Das ist ein bisschen steil. Na, guck mal hier. So. Zack. Zack, mein Nasi. Ah. Oh Gott. Ach komm. Ab ins Wasser. Easy. Ich muss da kurz meine Nase putzen. So, weiter geht's. Ich muss da hin. Das Spiel sieht wirklich schön aus. Ja, ich sag's auch immer wieder. Weil es auch einfach true ist. So, wo ist sie denn? Moment mal, das kenne ich hier. Ah ja, genau, hier waren wir am Anfang. Aha. Die Wege führen also wieder zurück. Dani war hier. Ach, hier ist der Rucksack. Allein. Keine Spuren von anderen. Wohin ging sie danach? Wenig Gepäck. Rationen. Aha. Ein schwacher Geruch, aber wahrnehmbar. Na dann. Folgen aufnehmen. So, was machst du? Was ist deine Mission? Einmal in Kurve. Okay. So. Was möchte sie denn hier alleine draußen? Das macht doch keinen Sinn. Oder? Macht keinen Sinn. Aha, gefunden. Also gut, wie viel hat Jin dir erzählt? Er meinte, er hätte etwas Falsches angesprochen. Ja, genau. Völlig unpassender Zeitpunkt. Er möchte eine Familie gründen. Eure Rückkehr gab Jin Hoffnung. Doch ich konnte nur sehen, was sie euch angetan hatten. Was sie uns antun werden. Bist du... deshalb hier draußen? Ja. Ich komme viel herum. Finde günstige Stellungen. Identifiziere mögliche Ziele. Ich versuche, uns zu beschützen. Falls das möglich ist. Viele hier haben keine Ahnung, wie schlimm es werden kann. Stimmt. Ich schon. Frag die gefangenen Tiere. Ich konnte sie nicht schmerzlos befreien. Wo waren sie? Nordwestlich vom HQ. Wenn ich nur mehr tun könnte. Ich mach das schon. Okay.
Moment, ist das hier nicht der... Naja, hier fing alles an. Wusste ich doch. Okay, so, ich muss dahin. Also, Fluff. Fluff, let's go. Finde die gefangenen Waldtiere, die ihr denn hier gesehen habt. Sie waren nordwestlich des Hauptquartiers, des Widerstands außerhalb der... Okay. Die Fallen befinden sich westlich der riesigen Steinsäulen. Sie waren unterwegs zur Flusskreuzung des geflochtenen Flusses. Alles klar. Ja genau, diese gefangenen Tiere, die haben wir ja schon mal gesehen. Was für ein Leckerbissen. Nicht freundlich. Du?